Metal Leute, Servus und herzlich willkommen zum 31.12.2016. Es war das erste Mal seit 4 Jahren, dass ich nicht auf dem Summer Breeze war. Ich hatte ungefähr ein bisschen mehr als das Vierteljahr keinen Strom. Der Posterverkauf lief ganz gut dieses Jahr, das würde jetzt nächstes Jahr weiterlaufen. Dann haben verschiedene YouTuber über mich gesprochen, wo ich bis heute wünschte, sie hätten es nicht getan, weil ich nicht verstehen kann. Auf der einen Seite machen sie sich über mich lustig, auf der einen Seite wollen sie mit mir nichts zu tun haben, auf der anderen Seite machen sie aber ständig was über mich oder sagen was über mich, was ich nicht nachvollziehen kann, weil es letztlich darauf hinausläuft, dass es eben eine Reaktion von mir geben wird. Und ich persönlich finde es merkwürdig. Ich habe da schon einen kleinen Vorgeschmack bekommen, wie Drachenlord zukünftig sein soll. Ob das Format weiterhin Drache is Back heißen wird, weiß ich noch nicht. Ob ich da vielleicht noch einen richtigen Namen dafür finden werde oder irgendwas Neues machen werde, das muss ich mir noch überlegen. Aber im Großen und Ganzen wird es ungefähr so laufen. Zu der Sache mit Alblali. Ich kann es halt einfach nicht nachvollziehen, dass Alblali ständig sagt, er will mit mir nichts zu tun haben. Auf der einen Seite sagt er, er will mit mir nichts zu tun haben. Auf der anderen Seite verwendet er mein Banner, mein Profil, mein Bild, mein Logo, ja, verwendet er als Tattoo. Etwas, was ich sehr schade finde, dass auf der einen Seite die Leute immer so aggressiv gegen mich sind und gleichzeitig aber an meiner Bekanntheit, an meiner Reichweite auch irgendwo ein bisschen noch versuchen zu verdienen oder versuchen, sich dann auch irgendwie zu beteiligen. Letztlich ist es so, wenn du was erreichen willst im Internet, musst du eine Sache schaffen, dass die Leute von dir reden, dass die Leute von dir sprechen. Und jetzt ist der Punkt da dran, ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich das richtig verstanden habe. Ich habe es geschafft, dass die Leute von mir reden. Metal-Leute ist meine Marke, Metal-Leute ist ein Spruch, der von mir kommt, den ich nicht nur erschaffen, sondern eigentlich auch geprägt habe. Das gleiche gilt mittlerweile für Matt. Das gleiche wie das falsch geschriebene Metal, Leute. Viele verstehen die fränkischen Dialekt oft falsch und meinen dann hinterher, wenn ich irgendwas ausspreche, weil es sich minimal anders anhört oder weil es sich ein bisschen anders anhört wie bei anderen, dass ich das auch anders schreibe. Nur weil ich etwas spreche, muss ich es nicht so schreiben, wie ich es spreche. Das soll jetzt auch gar keine Aufregung darüber sein, sondern eigentlich lediglich die Feststellung, wo ich mir denke, auf der einen Seite verarschen mich immer sehr, sehr viele Leute und auf der anderen Seite ist es aber so, dass ich diese ganze Sache geprägt habe. Regenbogenscharf würde es ohne meine Videos nicht geben. Boneclicks würde zwar existieren, aber in Deutschland null bekannt sein. Dann gibt es mittlerweile Dokumentationen, es gibt Hater-Videos und Hater-Kanäle. Es gibt so unglaublich viele geile Videos im Internet. Ihr versteht mich oft falsch. Ihr zieht damit Menschen mit hinein, die damit nichts zu tun haben und die dadurch Schaden nehmen. Ihr wollt mir damit schaden, aber letztlich schadet ihr damit nicht mir, sondern anderen. Also die Schuld liegt bei mir zu einem gewissen Teil. Aber trotzdem, ich möchte einfach nur alle bitten, belasst es im Internet. Ja? Macht im Internet die Videos. Von mir aus könnt ihr mich da beleidigen und alles. Das ist doch völlig uninteressant. Aber lasst diese Sachen im realen Leben. Ich will damit nur sagen, macht im neuen Jahr nicht die gleichen Fehler, die ihr im letzten Jahr gemacht habt. Und wenn ihr mir schaden wollt, dann macht es so, wie ihr es immer gemacht habt, im Internet. Aber lasst Menschen im realen Leben daraus. Denn, kurzum, es ist einfach nicht so einfach, wie ihr euch das vorstellt. Und das Leben ist weit schwieriger, im realen Leben klarzukommen. Ich weiß, dass viele Probleme haben, ich weiß, dass viele Scheiße bauen, aber wollt ihr euch wirklich auf das Niveau herabbegeben, auf dem ihr glaubt, dass ich stehe? Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Haut rein. Bis dahin, euer Drache. Ciao.